Der Wirtenverband hat eingeladen zur jährlichen Generalversammlung. Markus Ebner, wir dürfen schon zum zweiten Mal dabei sein. Was war heute der Inhalt? Was verbreitet ihr in so einer Sitzung überhaupt? Da müssen wir ja die Mitglieder nicht mehr zusammenscharen. Also wir haben zuerst die Generalversammlung gehabt, die statutarischen Geschäfte abgehandelt. Und nachher haben wir uns einem ganz wichtigen Thema gewidmet, nämlich wie können wir automatisieren und digitalisieren. Da ist ja vieles auch schon im Gang, aber vieles ist auch noch Zukunftsmusik. Der Hintergrund ist natürlich der Arbeitskräftemangel. Wir müssen auch schauen, dass wir unsere Leute entlasten können, weil die bestehenden Teams sind zum Teil am Anschlag, weil wir zu wenig Leute haben. Und da werden uns verschiedene Tools, aber auch Roboter durchaus helfen. Immer konzeptabhängig natürlich. Du hast aber auch in deiner Ansprache noch ein bisschen zurückgeschaut. Wir haben nicht nur diese Probleme. Du hast dort gerade einen kleinen Rundumschlag gemacht. Was liegt dir jetzt aber immer noch auf dem Herzen? Was würdest du gerne noch loswerden? Ja, letztlich geht es immer um die Rahmenbedingungen und da legen wir halt schon Wert darauf, dass wir unternehmerische Freiheit haben, aber auch, dass unsere Konsumenten eine individuelle Freiheit haben, dass wir nicht bevormundet werden, dass wir nicht überreguliert werden. Das sind Dauerthemen. Natürlich sind wir in der Schweiz oft die Einäugige unter den Blinden, aber auch bei uns gibt es viele falsche Anreize und Signale. Haben aber noch einen ganz cleveren Move gemacht. Ich meine, du warst Baudirektorin noch da, hat eine Grußbotschaft überbracht und hat aber euch auch noch versucht, ein bisschen Mut zu machen, weil sie hat gesagt, es wird jetzt über 13 Jahre gebaut. Was bedeutet das weiterhin für das Gastgewerbe? Sie hat euch angeregt, mehr Austausch. Ja, wir verstehen natürlich, dass Infrastrukturen müssen erneuert werden und dass gebaut wird. Das ist ja auch gut für die Baubranche. Aber wenn man halt so Baustellen vor einem Betrieb hat und je länger dauert, das ist wirklich zum Teil existenzgefährdend. Lärm, Staub, Passantenströme verändern sich. Zum Teil kommen die Gäste nicht einmal mehr zurück, wenn sie 3 Monate später dann weg ist, die Baustelle. Und da appellieren wir einfach an die Behörden und alle, die Verantwortung tragen, die Baustellen möglichst gut zu planen, zu koordinieren. Also nicht einfach jedes Jahr die gleiche Tramschiene wieder aufreißen. Das richtet Schaden an. Und ich glaube, da müssen wir schon im Gespräch bleiben mit der Regierung und der Verwaltung. Noch ein kurzer Satz zu eurem Hauptthema. Wie kannst du den Zuschauerinnen und Zuschauern erklären, wo man jetzt einen Roboter würde in einem Gastrobetrieb einsetzen? Ist er der, der hinten könnte brutzeln? Oder ist er der, der serviert oder nur abräumt? Oder was macht der Roboter in einem Betrieb, wenn es so weit wäre? Es gibt ganz viele kleine Betriebe, wo Roboter kaum in Frage kommen, weil sie einfach auch noch zu teuer sind im Verhältnis zum Umsatz. Aber dort, wo man lange Servicewege hat, beispielsweise, können Roboter helfen beim Abräumen. Die können wirklich dafür sorgen, dass Servicemitarbeiter sich auf das konzentrieren können, was wichtig ist, nämlich sich um den Gast zu kümmern, auch zu verkaufen. Und in der Küche, da wird dort, wo kreativ gekocht wird, natürlich nicht auf Roboter gesetzt, aber auf moderne Kochgeräte, die auch gewisse Programme enthalten. Aber beispielsweise in der Schnellverpflegung in grossen Restaurants, wo 2000 Gäste pro Tag haben, ist es durchaus denkbar, dass Burger von einem Roboter gedreht werden. Und Fritteusen sind heute schon automatisch bedient. Wokpfannen, da gibt's Gericht. Aber das wird nicht so ein Massenphänomen werden. Aber Digitalisierung, Automatisierung hat ganz viele Gesichter und jeder Betrieb muss sich anpasst auf sein Konzept damit befassen. Wunderbar, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt hier gerade vor Ort. Wir sind hier im Rheinpark und hier hat es ein 2-Michelin-Stern-Restaurant, gell, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mal schauen, was uns der Chef erzählt. Roboter in der Küche. Dragan, sag schnell, euer fulminantes Restaurant heisst wie und was bietet ihr an vor allem? Unser Restaurant heisst Roots und wir bieten hauptsächlich, oder wir bieten den Schwerpunkt, legen wir auf Gemüse und sagen, unser Claim ist Gemüse im Mittelpunkt und Fleisch und Fisch sind Beilagen. Und wenn jetzt hier plötzlich ein Roboter würde rumfahren, was denkst du davon, was haltest du davon? Vor allem auch, die sind auch noch ein bisschen bekannt dafür, dass die Köche aus der Küche rauskommen, dass man da Kontakt hat. Das kann ein Roboter nicht. Das kann ein Roboter definitiv nicht. Und in unserem Fall glaube ich schwierig, weil wir leben auch vom Storytelling am Tisch. Der Gast will wissen, was er zu essen bekommt, wie das angerichtet worden ist, der Wein muss erklärt werden. Und ich glaube, dass für die Sternengastronomie das eher schwierig wird.